tutti! Heute machen wir zusammen so ein richtiges Trendgericht. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Auf TikTok, Instagram, überall auf Social Media ist es zu sehen. Eine wunderbare Köstlichkeit aus dem Ofen. Ich zeige euch meine Version von der Baked Feta Pasta. Ich finde sie natürlich die beste Fahne. Die geschriebenen Mengenangaben und das Rezept findet ihr wie immer unter dem Video oder ganz am Schluss vom Clip. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. Als allererstes können wir den Ofen auf 200 Grad Umluft oder Heißluft vorheizen. Dann kommen die gewaschenen Cherry-Tomaten in eine Auflaufform. Und ups, hier sehe ich, die sind noch voll Wasser, die muss ich trocknen. Sonst spritzt dann das Olivenöl im Ofen rum. Bei mir gehört unbedingt noch frische Chili rein. Wer es nicht gerne scharf hat, lässt aber einfach weg. Jetzt kommt der Feta in die Mitte, ein bisschen Pfeffer drüber. Ordentlich Olivenöl ist natürlich ganz wichtig. Salz braucht es meistens nicht, weil der Feta-Käse ja schon recht salzig ist. Die Form kommt jetzt etwa 25 Minuten in die untere Hälfte des Backofen. In dieser Zeit schneide ich Knoblauch und Zwiebeln. Schneiden. Ein kleiner Trick, der Knoblauch lässt sich besser häuten, wenn man ihn zuerst ein bisschen verdrückt. Ups, das war jetzt fast ein bisschen viel. Probieren wir es nochmal. Genau, dann oben und unten ein Stückchen abschneiden. Und schon ist die Haut weg. Zwiebeln und Knoblauch tue ich mit ein bisschen Olivenöl dünsten. Der Knoblauch kommt ein bisschen später dazu, damit er nicht verbrennt. So, die 25 Minuten sind durch. Und jetzt kommt eigentlich alles nur noch zusammen. Zwiebeln und Knoblauch. Ganz wichtig, ein bisschen frischer Basilikum zerzupften, kommt ebenfalls drüber. Und die al dente gekochte Pasta. Für mich passen zu diesem Gericht am besten Rigatoni, die ich hier genommen habe. Oder auch Penne. Und das wär's. Noch ein bisschen Pfeffer drauf. Wer noch nicht genug Käse hat, kann sogar noch ein bisschen Parmesan drüber geben. Und jetzt heisst es einfach nur noch geniessen.